Hört her, hört her! Das Ponyville Fohlen Festival wird in wenigen Augenblicken beginnen! Auch wenn die Teilnehmer noch sehr jung sind, haben sie trotzdem meine beste kreative Arbeit verdient. Dieses Puppentheater wird beim Fohlenfestival alle begeistern. Wie könnte es anders sein? Immerhin hast du es ja auch gemacht. Oh, ohne die Hilfe meines liebsten und hilfreichsten Freundes hätte ich es aber auch nicht geschafft. Du bist mein Lieblingsdrache. Dein Lieblingsdrache? Danke. Bis spät in die Nacht. Unvergleichliche harte Arbeit. Doch hat sich all das gelohnt, wenn wir die drei kleinen Worte hören? Das ist fürchterlich. Fürchterlich? Dieses Ding ist überhaupt nicht zu gebrauchen. Ja, das Rad bewegt sich nicht richtig. Und für meine Puppen ist kein bisschen Platz. Anscheinend hast du mir doch kein Wanderpuppentheater gebaut, das ich nutzen kann. Ich habe keine Ahnung, was dieser Typ meint. Ich finde es einfach perfekt. Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine herrlichen Ponys. Meine allerbesten Freunde seid ihr. Das ist schrecklich. Unsagbar schrecklich. Na und? Der Puppenspieler mochte dein exquisites, bestes Puppentheater in der Geschichte der Puppentheater nicht. Dann machst du eben was anderes beim Fohlenfestival. Das könnte ich vielleicht tun. Vergiss es, Spike. Etwas anderes bekomme ich nicht pünktlich fertig. Ich wollte das Festival mit meiner Kreativität beglücken und habe versagt. Jämmerlich. Und darum fühle ich mich selbst auch jämmerlich. Es muss hier doch irgendwo irgendwas geben. Es heißt nicht Hu, sondern was. Was könnte Rarity noch pünktlich bis zum Festival herstellen? Sie will wirklich unbedingt bedingt etwas Kreatives beisteuern. Sie hat gesagt, ich sei ihr Lieblingsdrache. Also liegt es an mir, ihr in Zeiten der Not zu helfen. Es muss doch irgendeinen Zauberspruch geben, der sich eignet. Komm schon, hilf einem Drachen, los! Oh, es ist nicht für mich, sondern für Rarity. Sie hat dir diese Fliege geschenkt, die du so magst. Huhu. Okay, ich hab's kapiert. Du meinst, wir sollten keine Magie ver... Was ist das? Huhu. Was? Wenn ich es nicht haben dürfte, wäre es nicht so leicht zu bekommen. Und es ist mit Zacken bedeckt, so wie ich. Inspirationsmanifestation. Dieses Buch erweckt Ideen zum Leben. Und mir gefällt total, wie es aussieht. Ha ha ha!
Rarity! Lass mich bitte allein! Siehst du nicht, wie enttäuscht, untröstlich und tief unglücklich ich noch immer bin? Aber ich habe dir etwas mitgebracht. Oh, ich hoffe, es ist noch ein Becher Vanille-Hafereis oder die Nachricht, dass das Festival abgesagt ist. Denn an nichts anderem bin ich interessiert. Es ist Magie. Spike, liebes Schuppentier, ich verfüge schon über Magie. Nicht die Magie, die dir hilft, etwas pünktlich zum Festival fertigzustellen. Das hier schon. Nun, ein Versuch kann ja nicht schaden. Aus deinem Kopf hinaus in die Welt wird jeder Gedanke zur Aktion. Ich weiß, dass dir dieses Buch gefällt. Sieh, die Zauberkette startet schon. So eilt sogleich das, was du dir wünschst, herbei. Doch achte darauf, nur wenn wahre Worte gesprochen werden, bist du am Ende auch frei. Hat's funktioniert? Na, finden wir es am besten heraus. Wahnsinn! Ich habe vorhin daran gedacht, dieses Zauberbuch aufzuhübschen und schon ist's passiert. Lieber, lieber Spike, ich wollte schon aufgeben, aber du, mein wahrer Freund, hast mir ohne mit der Wimper zu zucken geholfen. Komm, wir müssen diesen Puppenspieler sofort finden. Ich will ihm das beste Puppentheater zaubern, das er sich vorstellen kann. Oder sollte ich sagen, dass ich mir vorstellen kann? Ah, Rarity, wolltest du meine Puppenshow besuchen? Du hast es wahrscheinlich schon gesehen, in was für einem gewöhnlichen Theater ich nach deinem Versagen auftrete. Aber ich vermute, meine neueste Theaterkreation ist viel mehr nach deinem Geschmack. Oh. Ja, wunderschön. Aber das war auch nie das Problem, oder? Oh ja, und dieses ist sogar leicht zu bewegen. Und viel Raum für meine Puppen. Wahnsinn, Rarity. Ich weiß zwar nicht, wie du es in so kurzer Zeit geschafft hast, aber du hast dich selbst übertroffen. Sag schon, wie konntest du das nur möglich machen? Naja, genau genommen hat sie ein... Ein guter Designer verrät nie seine Tricks. Nochmal danke, Spike. Du bist so ein guter Freund und hast dieses Buch für mich gefunden. Mit Vergnügen. Und da das Festival vorbei ist, bringe ich es wieder zurück. Oh ja, natürlich. Ich habe meinen kreativen Beitrag geleistet, wie gehofft, und es lief sehr gut. Andererseits, vielleicht könnte ich es ja doch ein wenig länger behalten. Oder hast du was dagegen? Natürlich nicht. Dann sehen wir uns morgen. Was? Sie behält es noch ein paar Stunden. Kein großes Ding. Rarity? Oh! Spike, bin ich froh, dass du hier bist. Ist denn alles okay? Oh, es ging mir nie besser. Dieses Zauberbuch ist unglaublich. Ich war die ganze Nacht wach und habe Kleider entworfen und entworfen und entworfen und entworfen. Ich habe die Herbstkollektion für die nächsten 15 Jahre entworfen. Wow. Und dann dachte ich plötzlich, wieso jetzt aufhören? Oh, Spike, ich fand schon immer, dass Ponyville ein paar Verschönerungen nötig hat. Und mit diesem Buch kann ich die leicht bewerkstelligen. Du wirst mir doch bei meinem Vorhaben helfen und mir das Buch noch ein wenig länger überlassen. Klar überlasse ich es dir. Was hältst du von einem Frühstück, bevor wir anfangen? Keine Zeit für Frühstück. Ich will am liebsten sofort loslegen. Naja, eigentlich haben wir doch Zeit, denn mit dem Buch in der Hand kannst du die Dinge einfach...
Rarity? Na also, das ist genau das, wovon ich gesprochen habe. Dieser Apfelkarren ist kein bisschen stylisch. Meine Augen spielen mir wohl mal wieder einen Streich. Was zum Rhabarberkuchen ist hier passiert? Ist der nicht wunderschön? Er ist umwerfend. Du solltest Applejack fragen, ob du alle Apfelkarren der Apple-Familie verschönern darfst. Oh, ich glaube, ich muss sie nicht unbedingt um Erlaubnis fragen, Liebes. Überraschungen mag doch jeder, oder? Besonders, wenn sie wunderschön sind. Du hast recht. Alle Ponys mögen Überraschungen. Wir sollten den anderen Ponys nicht einmal verraten, dass ich es bin, die hinter all den fabelhaften Veränderungen steckt. Ist das nicht ein tolles kleines Geheimnis, das wir drei miteinander teilen? Wir drei miteinander? Du und ich und das Buch natürlich. Mein wunderbares, wunderbares Buch. Natürlich. Versprich mir, dass du keinem Pony auch nur ein Wort erzählst. Mhm, besprochen. Ich wusste, auf dich ist Verlass, Spike. Ich weiß schon, was ich als nächstes tun will. Ja, nimm das und das und das. Was in aller... Schaff mir das vom Hals. Ich war schon immer der Ansicht, dass Rainbow ein wenig mehr Glamour vertragen kann. Und jetzt sieh sie dir an. Ein Cloudsdale-Pony mit Stil. Komm weiter. Dash geht es gut. Es ist nur ein Kleid. Warte auf deinen Lieblingsdrachen. Oh. La 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 la. Guten Appetit, lieber Robin. Du siehst so glücklich in deinem kleinen Häuschen aus. Oh, du meine Güte. Oh. Hast du dich verirrt? Nein, nicht da lang. Die Tür führt sicher in ein Schlafzimmer. Versuch die dort drüben. Nein, nein, die Tür führt in einen Schuhschrank? Oh nein, über die Treppe vielleicht? Oh nein, nein, die andere Treppe. Ist es nicht wunderschön? Es ist höchstwahrscheinlich das schönste Vogelhaus aller Zeiten. Und weiter? Ich bin nur nicht ganz sicher, wie der Vogel sich darin fühlt. Pff, was weiß ein Vogel schon von architektonischem Design? Was du denkst, ist das, was zählt. Und dir gefällt es. Es gefällt dir doch. Ich find's ganz toll. Und so... Rarity. Richtig, das ist es. Ist das nicht ganz reizend? Aber es braucht noch das gewisse Extra, findest du nicht? Oh, ja, definitiv. Diese Party scheint nicht mal ein Thema zu haben. Das lässt sich allerdings schnell ändern, oder? Du hast sie doch schon um einiges verbessert. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Du hast recht, Spike. Es gibt woanders noch genug zu tun. Genau. Woanders. Noch eine Kleinigkeit, bevor wir gehen. Jetzt schafft diese Party es sicher auf die erste Seite des Stadtmagazins. Oh, Pinkie Pie wird sich freuen. Alles, alles Gute zu... Ich könnte fast platzen vor Ideen. Ja, fast platzen. Großartig. Aber du hast doch jetzt schon so viel gezaubert. Du musst dich mal ausruhen. Gönn deinem brillanten Geist mal eine Pause. Sei nicht albern. Ich kann doch jetzt nicht aufhören. Das kann ich nicht, bevor jeder Fleck in Ponyville von meinen kreativen Visionen profitiert hat. Und ich fange mit dir an, Spike. Du siehst fantastisch aus. Und das verdanke ich dir. Das tue ich gern für meinen Lieblingsdrachen und meinen allerbesten Freund. Komm, es gibt noch so viel zu tun.
Nein, nicht du auch. Was meinst du mit nicht du auch? Oh, wenn man dein Outfit ansieht, denkt man, du wärst... Was, das? Ich wollte halt mal was ausprobieren. Und, gefällt's dir? Hm, sag mir lieber, ob du ein verdächtiges Pony gesehen hast. Nein. Prinzessin Twilight, der Pavillon wurde in ein Kristall verwandelt und zwei Ponys sind darin gefangen. Nein, ich habe Rarity versprochen, niemandem etwas zu verraten. Aber du hast recht, Eulicious. Ich muss es erzählen. Und wenn ich es verrate, wird Rarity mich nicht mehr für ihren helfenden Freund halten. Und dann will Rarity bestimmt überhaupt nicht mehr mit mir befreundet sein. Ich kann's einfach nicht. Es sollte ein Geheimnis zwischen uns dreien bleiben. Natürlich ist es seltsam. Sie meint mich, sich und das Zauberbuch. Aber das Zauberbuch, aber klar doch. Wenn ich es ihr wegnehme, kann sie die Magie darin nicht mehr anwenden. Oh, komm schon. Es ist ein perfekter Plan. Ich muss nur herausfinden, wohin sie gegangen ist. Ich sehe nichts mehr. Ich denke mal, sie ist dort zu finden. Was machst du denn da bitte? Wer, ich? Ich hatte geplant, mich in deiner Kreativität zu sonnen. Oh, Spike, du sagst immer so nette Dinge. Danke. Nun, was wollte ich? Oh ja, vergoldete Dächer für alle Ponyhäuser. Ich hatte gerade eine großartige Idee. Oh, davon bin ich überzeugt. Du bist Rarity. Meine Arbeit hier in Ponyville ist fast beendet. Meinst du nicht, es ist an der Zeit, dass auch ganz Equestria von meinen Visionen profitiert? Ja, absolut. Oh, wir fahren am besten in einem Streitwagen. Oder, wie jeder ihn bald nennen wird, im Rarity-Wagen. Oh ja, wir sollten auf jeden Fall mit einem... Oh. Wie hast du den hergezaubert? Wie? Was meinst du denn damit? Das Buch, es ist... Ich meine, du hast... es ist fort. Das Buch ist fort. Fort? Quatsch, ich habe es... Ich brauche mein Buch, Spike. Wo hast du mein Zauberbuch hingetan? Wieso sollte ich es irgendwo hingetan haben? Wir sind Freunde. Es war wahrscheinlich die Eule. Aber Moment, ich scheine es offenbar auch nicht mehr zu brauchen. Ja, ja, ich spüre die Magie des Buches immer noch tief in mir drin. Oh, ist das aufregend. Ich bin so unheimlich aufgeregt. Und ich verängstigt. All die Orte, die wir besuchen, Spike. Manhattan, Philadelphia, Canterlot. Und du bleibst an meiner Seite. Wir machen es genauso wie hier in Ponyville. Dein Lob und deine Bewunderung für mich treiben mich zu immer größeren Taten an. Bis es in Equestria kein Fleckchen mehr gibt, das noch nicht durch meine Genialität verschönert wurde. Nein. Was hast du gesagt? Ich sagte nein. Du hast Dinge verändert, aber sie nicht besser gemacht. Ich hätte dir sofort die Wahrheit sagen müssen, aber das habe ich nicht, weil ich dich als Freund unterstützen wollte. Und stattdessen habe ich zugelassen, dass du ganz fürchterlich wurdest. Fürchterlich? Ach, du meine Güte, was ist nur passiert? Rarity, alles okay? Ich...
Ich denke schon. Oh, wie es hier aussieht, ist in Ponyville etwas ganz Schreckliches passiert. Du bist passiert. Ich? Oh, der letzte Teil des Zaubers. Doch achte darauf, nur wenn wahre Worte gesprochen werden, bist du am Ende auch frei. Du standest im Bann des Zauberbuchs und wolltest Equestria verändern. Und ich war zu verängstigt, um dir zu sagen, was ich dachte. Aber dann musste ich dir die Wahrheit mitteilen. Mein liebster Spike, du solltest nie Angst haben, mir die Wahrheit mitzuteilen. Wir sind Freunde, schon vergessen? Heute habe ich gelernt, wie wichtig es ist, ehrlich zu seinen Freunden zu sein, auch wenn sie etwas tun, das man für falsch hält. Ein wahrer Freund weiß, dass du ihm etwas sagst, weil du ihn als Freund magst. Spike! Du nimmst niemals, niemals wieder irgendein Buch aus der Bibliothek des Schlosses, ohne vorher zu fragen. Prinzessin Cadence und Prinzessin Luna haben Besseres zu tun, als mit mir Ponyville zu retten. Weißt du, wie schwierig es war, derart viel dunkle Magie zu vertreiben? Du siehst echt nicht gut aus. Was denn? Ich will nur ehrlich sein. Das sind gute Freunde.